bevor wir zu der heutigen Episode kommen, ein riesen Shoutout zu unserem Sponsor Muebag. Sie haben nicht nur eine geile Pulli gemacht, sondern machen noch vieles mehr und den Link zu ihrem Insta findet ihr in der Beschreibung. Viel Spass mit der Folge. Ciao zusammen, willkommen zum Student of Life Podcast. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast, Gabriel Palacios. Freut mich sehr, dass du dir heute hast können Zeit nehmen können. Schön, bist du hier. Hi, Hassan. Ciao, Gabriel. Du hast gesagt, wir fangen gerade an. Für alle, die dich noch nicht kennen, also, ich hoffe jetzt die das hören, kennen dich. Einfach, dass du dich mal vorstellst, kurz, was du machst. Wir sind hier in meinem Hypnosetherapie-Institut. Wir bieten nicht nur Hypnosetherapie-Sitzungen an, sondern auch Ausbildungen zur zertifizierten und diplomierten Hypnosetherapeutin. Das ist anerkannt von mehreren Verbänden, auch von der ASKA, von der Schweizerischen Stiftung für Komplementärmedizin. Und wir wollen wirklich eine schöne Ausbildung und einfach auch eine schöne Möglichkeit bieten, mittels Hypnose eurer Einzelsitzung ja, das Unterbewusstsein positiv können zu beeinflussen. Weil es hat einfach einen ganz wichtigen Einfluss in unserem Alltag. Wir werden viel mehr vom Unterbewusstsein gelenkt, als wir denken. Mhm. Jetzt finde ich, hast du spannend gesagt, eben, es wird angesehen von Verbänden. Wie wird Hypnose angesehen? Was muss Hypnose mitbringen, dass es angesehen wird? Die Problematik ist, du kannst ja Hypnose schwierig isolieren. Das heisst, ein Gespräch kann hypnotisch sein. Wenn du einen Film schaust, dann kannst du in einen hypnotischen Trance-Zustand gelangen. Also, das kannst du sehr schwer isoliert betrachten. Und aus diesem Grund kann man Hypnose nur schwer reglementieren. Zumindest in der Schweiz ist es so, nicht eidgenössisch reglementiert. Es gibt keinen eidgenössischen Abschluss. Das heisst, man ist abhängig von Verbänden oder eben Institutionen, die die Regeln schaffen. Wir vom Verband haben ganz strenge Ethikkodex. Ja, und sind dort, was die ethische und moralische Haltung anbelangt, sehr federführend. Aber ja, Hypnose ist auch insbesondere in den USA sehr populär. Also dort geht man schon Hypnose? Viel eher zum Hypnose-Coach als zu einer Psychologin, zum Psychologen. Also sicher geht man auch in eine psychologische und psychotherapeutische Behandlung. Aber dass du eine Hypnose machst, ist in den USA einfach irgendwie viel ja, kommuner. Es ist viel ja, wie selbstverständlicher. Genau das wäre jetzt meine nächste Frage. Was ist denn der Unterschied zwischen Hypnose und jetzt eben so eine zum Psychiater, eben so die Therapie oder jetzt von meinem Sport kenne ich das aus dem Mentaltraining. Mir hat jetzt zum Beispiel nie einer gesagt, gar nicht Hypnose, aber zum Beispiel ist Mentaltraining. Gibt es da einen Unterschied? Ja, also Mentaltraining kann natürlich auch im hypnotischen Trance-Zustand vonstatten gehen. Es ist einfach ein anderer Ansatz. Mhm. Aber natürlich die Abgrenzung zur Psychiatrie. Das heisst, der Psychiater ist ein Arzt. Der Psychotherapeut, der hat Psychotherapie studiert, hat ein Psychologiestudium. Und Hypnose ist eine komplementärmedizinische Anwendung. Das heisst, wir wollen nicht eine konventionelle Therapie ersetzen, sondern die eben ergänzen. Das heisst, wir arbeiten mit Psychiaterinnen und Psychiatern zusammen, die an ihre Grenzen stoßen, die sagen, ich komme nicht weiter. Und ich glaube, dass Hypnose dort sehr wirksam könnte sein. Und dann geben die uns einen Leistungsauftrag und dann arbeiten wir mit den Patienten eben in diesem Rahmen des Leistungsauftrags. Ja. Und mentales Training ist sicher in einem gewissen Sinn mit Hypnose verwandt, weil ja, wenn man sich etwas ganz fest vorstellt, dann ist wahrscheinlich ein hypnotischer Trance-Zustand nicht fern, aber es kann meditativ sein. Und viele haben eine falsche Vorstellung von Meditation oder die das oftmals mit hypnotischer Trance gleichstellen. Dabei ist es doch was anderes. Ja, genau, jetzt eben meditieren ist auch die Meditieren willst du nicht gleichstellen wie Hypnose, beziehungsweise das, ist etwas, das sind zwei verschiedene Sachen. Ja. Sehr verschieden. Ja, eigentlich sogar das pure Gegenteil. Beim Meditieren tust du wirklich einen einzigen Gedanken fokussieren. Das heisst, wenn ich jetzt hier den Punkt auf das Plexiglas zeichne und dann würde sagen, denk nur an den Punkt, würdest du eben all deine Gedanken bündeln auf diesen Punkt. Und würdest möglichst versuchen, also gar nichts denken. Mhm. Und das ist ja oft das, was beim Meditieren für viele spürbar ist, dass sie nichts denken oder das Gefühl haben, sie denken so gut wie nichts oder eben nur etwas. Mhm. Und
ihr Hypnose willst im Grunde jetzt pure Gegenteil. Du möchtest alles mit allem können verknüpfen. Okay. Wenn jemand Angst vor einem Hund hat und bisher eben der Hund negativ konnotiert war, dann will man, dass der Hund jetzt eben auch mit positiven Assoziationen, mit positiven Gefühlen, mit Ressourcen, das sind körpereigene Fähigkeiten, Vorstellungen, Erinnerungen und so, will man es mit dem verknüpfen. Das heisst, man will, dass wenn jetzt den Punkt auf dieser Plexiglasscheibe anschauen würdest, dass du ein gutes Gefühl entwickeln würdest, im Sinne von, hey, eben das, ja, also, ein positives Gefühl auslösen. So. Also so wie ich es jetzt verstehe, ist, meditieren ist, man will, wenn man jetzt zum Beispiel Ängste hat eben von Hunden, wie die Angst nicht vergessen, aber wie mal abschalten, genau. Und die Hypnose ist, wie die Angst beheben. Schauen, dass man eigentlich nicht mehr Angst vor Hunden hat. Meditieren heisst eigentlich trennen und Hypnose heisst verbinden. Weil, okay, ja. Wenn du trennst, heisst, wie du gesagt hast, abschalten. Oder? Im Grunde, du bist beim Meditieren, würdest du jetzt sagen, der Hund ist der Hund und der ist weder gut noch schlecht, der ist einfach. Genauso wie eine Wolke, genauso wie der Tisch, genauso wie eine Katze und was auch immer. Das ist wertefrei. Das heisst, du würdest die Bewertung trennen. Und bei Hypnose tust du explizit eine neue Bewertung herbeiführen. Also du hast oder setzt dir zum Ziel, ich möchte jetzt den Hund mit Flauschig, mit Herzlichkeit, mit etwas Liebe, mit etwas Süßem verbinden, so dass ich vielleicht Hunde sogar streicheln kann, wenn ich bisher Angst vor Hunden hatte. Ah, okay. Und so bist du auf Hypnose gekommen? Nein. Ja, doch, eigentlich. Also, nicht über die Definition, aber eigentlich über einen Hund. Bist gar nicht so schlecht, ja. Ah, die Geschichte habe ich gehört. Ja, genau. Also der Hund hat sicher seinen Beitrag geleistet, aber ist nicht jetzt alleinig verantwortlich dafür, dass ich mich so sehr für das interessiert habe. Aber eben, du hast dich, also ich weiss es nicht, aber Hypnose, weil es eben verbindet und du nicht von deiner Angst weglaufst, sondern eben die Angst mit etwas Gutem verbindest, sodass du irgendwann mal keine Angst hast. Ist das etwas, was dich auch Hypnose fasziniert hat? Oder wieso speziell Hypnose für dich? Ja, man muss vielleicht präzisieren, Angst ist ja schon eine negative Konnotation. Also Angst heisst, also wenn dir jetzt ein Hund Angst macht, heisst das, dass in deinem Hirn negative Verknüpfungen im Sinne von emotionalen negative Verknüpfungen hergestellt worden sind. Und du willst einfach den Reiz, also den Hund, den Gedankenhund, eben die Wahrnehmung von einem Hund, willst du mit positiven Gefühlen verknüpfen. Das ist das Ziel. Und in dem Sinn, man will Unterbewusstsein gar nicht oder nicht mehr den Gedankenweg, also die Nervenbahnen, die die negative Emotionen würden gehen, denen will man gar keinen Raum mehr geben. Man will die unattraktiver machen. Man möchte die positive, eben mit schönen Gefühlen, mit Leichtigkeit, mit Selbstsicherheit etc. erfüllte Emotionen damit verknüpfen und das für dein Unterbewusstsein attraktiver machen, sodass das so unbewusst eben schneller beansprucht wird. Und für das braucht man auch Ankertechniken. Und das kommt sicher auch im mentalen Training vor. Also es hat sicher einige Parallelen. Und auch NLP, das neurolinguistische Programmieren, das findet ihr eigentlich zu einem gewissen so seine Wurzeln in der Hypnose, weil Richard Bandler, John Grinder, das ist ja mit Hypnose sehr verwandelt. Ja. Ich bin über einen Hund, mitunter über einen Hund zu dem gekommen, was ich mache, aber jetzt nicht nur, ich denke, es sind viele, viele Sachen, die dazu beigetragen haben. Oder wieso hast du dich für Eishockey interessiert, was hat dazu beigetragen? Gute Frage, es war ein Zufall und irgendwann hat es mir Freude gemacht. Okay, was für ein Zufall? Meine Eltern haben nie wirklich gar nicht mit Eishockey zu tun. Mein Vater hat mal gewusst, was Eishockey ist. Und meine Kollegen haben es gespielt. Und ich weiss noch, ich war 3 und Fußball hast du erst mit 6 können anfangen. Und weil ich so aktiv war, hat mich meine Mami ins Eishockey geschickt. Und dann habe ich einfach nicht mehr weg will und seitdem bin ich dort geblieben. Okay. Aber es ist sicher eben die Papi, deine Mami, die positiven Ereignisse, die du gehabt hast, irgendwelche Erfolgsmomente, wenn du dann nicht in diesem jungen Alter schlechte Erlebnisse gehabt hast auf dem Eis, hast du es wahrscheinlich nicht mehr so verfolgt. Oder? Das sind viele, viele Faktoren, die dazu beitragen, dass du das machst, was du machst. Und bei mir sage ich, sie sicher sehr, sehr, sehr stark verantwortlich die Ohnmachtsanfälle, die ich hatte. Weißt du, ich habe ja als Kind nicht geschnauft.
Also, als ich auf die Welt bekam, bei Per Kaiser ist nicht auf die Welt gekommen, und er hat mich immer wieder reanimieren müssen. Ich habe in so einen Überwachungskasten müssen, das ist mir alles erzählt worden, natürlich, das muss ich nicht mehr erinnern. Und dann irgendwann hat meine Mami mich heimnehmen in so einen, also hat so einen Überwachungskasten können mieten. Und dann habe ich wieder können, also ich habe schon können schnaufen, aber ich einfach in der Nacht aufgehört zu schnaufen. Ich habe nicht nur mehr aussetzen können, sondern ich habe wirklich einfach nicht mehr geschnauft. Und dann, als ich gelernt habe, wieder schnaufen, habe ich dann die Ohnmachtsanfälle entwickelt. Das heisst, wenn mich irgendetwas frustriert hat, das hätte können sein, dass ich irgendwo mich weg, also angestoßen habe oder einfach, wenn ich ganz fest gebrüllt habe und so fest gebrüllt habe, bis eben, gewisse Kinder die brüllen so fest, bis sie sich übergeben oder eben, bis hinein in die Ohnmacht, und das wäre bei mir der Fall gewesen. Oder ich habe so fest gebrüllt, bis ich ohnmächtig geworden bin, und das ist dann immer sensibler geworden, bis in einem späteren Zeitpunkt gewissermaßen nur noch Gedanken die Ohnmacht herbeiführen können. Das heisst, ich bin da gehockt und habe irgendetwas gedacht, habe mich innerlich aufgeregt und bin ohnmächtig geworden. Und dann bin ich das teilweise für mehrere Minuten gewesen und dann immer wieder zu mir gekommen, aber eben, man hat nicht gewusst, wieso so oft. Es ist bis zu fast 30 Mal am Tag passiert. Boah. Das jeden Tag. Ja. Das ist auch krass. Ja, es ist wirklich viel. Es ist wirklich krass. Wirklich, wenn ich so zurückdenke, es ist wirklich so. Also vor allem als Mami auch. Ja. Das ist ja brutal. Ja, und ich habe noch 6 ältere Geschwister. Die, ja. Ich bin nicht das einzige Kind. Ja. Und sie war noch voll arbeitstätig gewesen, oder? Und auch noch mein Papi, der psychische Probleme hatte. Also das ist natürlich, meine Mami ist echt eine Heldin. Also das ist, die hat so viel geleistet. Ja, und ich bin dann aus dem rausgewachsen. Mit 7 hatte ich das letzte Mal gehabt, in der Schule. Ja, das ist ein Ohnmachtsanfall. Es ist immer weniger und weniger geworden. Ja. Aber natürlich auch viele so neurologische Tests müssen machen, weil man davon ausgegangen ist, dass ich wirklich keinen Sauerstoff mehr habe in dem Ohnmacht, im Ohnmachtszustand. Ja, dass ich eben das geistig beeinträchtigt würde, das war die Annahme gewesen. Aber man hat dem auch nichts festgestellt. Im Gegenteil, ja, eigentlich Tests mit Bravour bestanden. Merkt man, ja. Ja. Und ich denke, das ist sicher etwas, was mega dazu beigetragen hat. Weißt, als ich dann mal das erste Mal Hypnose gesehen habe, da bin ich irgendwie, keine Ahnung, zwischen 10 und 12 gewesen, denke ich, so in diesem Alter. Und das gibt einem schon das Gefühl, weißt, wenn man gerade die Ohnmachtsanfälle jetzt durch hat, man ist jetzt sozusagen stabil, hat es ja nicht mehr. Und dann sieht man einen Hypnotiseur im Fernsehen, der irgendwie schnippt und die Personen sind ohnmächtig. Da hat man das Gefühl, oder? Ja. Und das hat mich natürlich enorm angezogen. Hey, wenn ich das lehre, dann, also so folgerlich sitzen, hat sich das auch unbewusst dann abgespielt. Wenn ich das lehre, dann entscheide ich, wenn ich ohnmächtig werde, wenn nicht. Oder? Das ist so wahrscheinlich etwas, was dazu beigetragen hat. Und dann der Suizid von meinem Vater. Und eben der Hund, der in die Familie gekommen ist, wo das alles in der Kombination sehr prägend. Natürlich der Papi, der gegangen ist, der nie mehr zurückgekommen ist. Wieder eine Ohnmachtssituation. Einfach eine andere Ohnmacht. Mhm. Und dann der Hund, der in unsere Familie gekommen ist und gemerkt hat, wie es mir gegangen ist, weil ich in der Schule bin gemobbt wurde. Und es ist auch wieder so eine Ohnmachtssituation, gemobbt werden. Du kannst nichts machen, sie hören nicht auf, sie mobben dich ständig. Damals war es wegen der roten Haare gewesen, ja. Aber ich finde es jetzt mega spannend, wie du das sagst. Du verbindest jetzt wieder alles. Ja, wie genau. Wie du am Anfang gesagt hast, eben, dass die Hypnose alles verbindet. Das ist eben das, was ich meine. Es ist sicher immer multifaktoriell. Das heisst, es hat immer mehrere Parameter, die dazu führen. Wie bei dir im Eishockey-Spiel. Es ist ja nicht nur, dass jemand dir mal gesagt hat, spiel doch Eishockey, und dann gefunden hast, okay, das mache ich jetzt. Das sind immer viele Faktoren, die dazu beitragen. Oder? Mhm. Ja. Und eben das macht Hypnose. Und als Unterbewusstsein, jetzt mal eine Frage, eben das Unterbewusstsein, also geht Hypnose aufs Unterbewusstsein zu? Also macht man mit der Hypnose, dass man das Unterbewusstsein anspricht, in dem Sinne, ist man noch bewusst, wenn man hypnotisiert ist?
Ja, natürlich. Also, weißt, wie du vorhin gesagt hast, ja, bei der Show, wenn man so schnippst und die sind dann ohnmächtig, sind die... Ja, also man meint, sie sind ohnmächtig. Natürlich sind sie alles andere als ohnmächtig. Ja. Sie sind sogar sehr wach. Oder? Aber das ist ja der Eindruck, den viele haben. Das ist ja jetzt eigentlich 100 Jahre her, vor ziemlich genau 100 Jahren, sind die Showhypnotiseure in Europa und in den USA umhergetourt und haben gezeigt, welche körperlichen Phänomene das möglich sind. Eben Katalepsie, Amnesie, Anästhesie, Halluzination, das sind so körperliche Phänomene, die man hat in diesem Zustand. Also das heisst, wenn du in der Nacht erwachst, ich weiss nicht, ob du das kennst, du träumst etwas und erwachst und siehst das vor deinen Augen, das wie schlafwandelst. Hast du das schon mal gehabt? Also was jetzt vor den Augen gesehen? Also, dass du schlafwandelst und etwas träumst und du das irgendwie im Raum einbildest. Eigentlich halluzinierst. Also ich habe das auch mal, wenn ich aufwache. Also Schlafwandel, kennst du das? Hast du schon? Ja, das, also mein Bruder hat das früher gemacht. Ist immer gut Spaghetti kochen. Okay. Gut, ja, aber und das sind ganz natürliche Phänomene, die dein Hirn aufweist in einem bestimmten Zustand. Wo in diesem Zustand auch ein bestimmtes Frequenzspektrum messbar ist. Also man sieht, dass dein Hirn ganz andere Frequenzspektren aufweist. Das heisst, dass zum Beispiel Delta-Frequenz, das ist die tiefste, die man aufweisen kann, dass die viel mehr Raum einnimmt. Und eben in diesem Zustand sind Halluzinationen möglich. Und natürlich ist das alles möglich, aber nicht jeder hat einfach so eine Halluzination. Das muss man explizit wie anregen, also du musst wie explizit das auch suggerieren und wirklich in dieser Tiefe sein, und das ist eben vor 100 Jahren bei den Schauhypnotiseuren ist das damals voll der Hype gewesen, dass da die Leute schauen, welche Phänomene die Leute da haben, aber heute weiss jeder, dass das nicht so ist wie auf der Bühne. Und man muss auch bedenken, dass einer von 10, also rein statistisch, so habe ich das noch gelernt, dass rein einer von 10 geht sehr schnell, also man sagt, hochsomnambul ist, also sehr schnell in den tief hypnotischen Trance-Zustand gelangt. Einer von 10? Ja, einer also von sind 10. Ja nicht viel? Nein, das heisst, also hochsomnambul heisst einfach, dass die Person sozusagen in einen tiefen hypnotischen Trance-Zustand gelangt. Mhm. Und du musst dir vorstellen, dass also schnell in den Zustand gelangt. Wir alle können in den Zustand gelangen, wir alle gehen in den Zustand, aber man sagt, einer von 10 geht wirklich wie per Stippe in den Zustand. Also, das kannst du dir etwa so vorstellen, es gibt Leute, die liegen ins Bett und schlafen gerade ein und andere liegen ins Bett und brauchen eine halbe Stunde, bis sie schlafen. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Ja, und heute weiss man eben, dass das überhaupt nicht so ist, wie man das von der Schauhypnose kennt. Mhm. Aber was spielt da eine Rolle, ob man das jetzt ist oder nicht? Gibt es da, ist ja eben, ich nehme es jetzt auch, wie du gesagt hast, sehr individuell, aber was macht das aus? Gibt es also, etwas? Es macht... Dass eben Sinn, zum Beispiel jetzt schneller kann schlafen als jemand anderes, ist das... Das bedeutet einfach nichts anderes, als dass du schnell in den Zustand gehst. Und vor 100 Jahren, wo die Schauhypnotiseure da umhergetourt sind, ist es natürlich für die wichtig gewesen, dass die sehr schnell in den Zustand gehen. Also haben sie genau die 10% gebraucht. Genau, ja. Und dann haben natürlich alle das Gefühl gehabt, aha, so wie das bei diesen 10% ist, so ist es bei allen, aber das ist natürlich nicht. Klar. Aber eben, jetzt, zum Beispiel jetzt mit dem Schlaf, eben, hat das vielleicht auch ein bisschen etwas mit dem zu tun, jemand, der jetzt schnell einschläft, hat weniger Sorgen zum Beispiel. Oder kann die Sorgen, die er vielleicht hat, besser auf die Seite legen. Ich sage jetzt mal, mir fällt es auch viel schwerer, wenn ich am Abend muss schlafen und ich weiss, ich habe noch so viel zu tun oder ich weiss, am nächsten Tag erwarte mich das. Also bin ich ja natürlich auch nervös und kann nicht schlafen. Ja, also es ist sicher so, dass wenn du Sorgen hast, die dich tendenziell wach halten, wenn du die auch wirklich ins Bewusstsein rufst und die Gedanken nicht ablenkst, oder? Aber wenn jetzt du zwei sorgenlose Personen würdest beobachten und die beiden würdest bitten, in den hypnotischen Trance-Zustand sich zu begeben, dann... Also sorgenlos ist man ja nie. Ja, im Sinne von in dem Moment sorglos. Also man macht sich jetzt in dem Moment gerade keine Gedanken über irgendwas. Man hat gerade kein akutes Problem oder ähnlich. Man würde die beiden bitten, einzuschlafen. Dann würde man einfach feststellen, es gibt diejenigen, die können das schneller und andere, die brauchen. Aber man weiss nicht, wieso das so wäre. Oder hirnorganisch ist es... Oder man sieht ja keine Hirnforschung, das muss man normal... Ja. Zudem ist so eine Hirnforschung normal anders. Oder respektive beobachtet man normal ganz andere Parameter. Oder?
im funktionellen MRT zum Beispiel sieht man, welche Hirngebiete, welche Aktivität aufweisen. Und man sieht auch, dass in hypnotischer Trance gewisse Hirngebiete eben inhibiert sind, die haben nicht mehr die gleiche Aktivität. Unser Frontalhirn, die kortikalen Hirngebiete, Thalamus, Hypothalamus und all das. Also, es gibt sicher Leute, die können den Thalamus schneller, also ich sage jetzt mal stellvertretend für die rationalen Hirngebiete, die können den schneller eben in den schlafähnlichen Zustand oder ja, in das Inhibierte versetzen und andere, die brauchen ein bisschen länger dafür. Aber das hat echt, es ist im Fall wirklich für die Hypnosetherapie spielt es gar keine Rolle. Spielt es gar keine Rolle? Nein, nein. Denn man will die Hypnosetherapie auch nicht so einen tiefen Zustand. Du musst dir vorstellen, jeder ist hypnotisierbar. Jeder. Die Frage ist einfach, wie tief. Mhm. Also auch du, wenn jetzt einfach mal nur die Augen zumachst, keine Angst, hypnotisieren. Gut. Jetzt hast du vielleicht gemerkt, wie deine Augenlider so vibrieren. Mhm. Oder du spürst es immer noch, gell? Also okay. Jetzt, wo du gesagt hast, hat es gerade ein bisschen aufgegangen, jetzt spürst du es. Genau, gut. Das nennen wir das Augenlid flattern. Das heisst, dass du in diesem Zustand zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit tiefere Frequenzbänder produzierst. Du kannst die Augen gerne wieder aufmachen. Genau. Und du musst dir vorstellen, wenn du deine Augen schließt, dann ist ja dein Hirn darauf konditioniert, dass es dann einschlafen, also dass du schlafen solltest, dass, es dir eben, dass es dir behilflich sein sollte, einzuschlafen. Andernfalls gibt es einfach keinen Grund dafür, die Augen geschlossen zu halten, außer sich kurz zu befürchten. Das heisst, wenn du die Augen schließt, dann gibst du deinem Hirn schon ein Signal, dass du einschlafen möchtest, also begibst du dich in die hypnotische Trance. Das ist der Zustand zwischen Wachsein und Schlaf. Also fährt die hypnotische Trance schon an, wenn du die Augen länger geschlossen hast und dich einfach ein bisschen entspannen kannst und nicht gerade irgendwie völlig aufgeregt bist. Ja, und in diesem Fall ist oftmals sehr schnell schon ein hypnotischer Trance-Zustand feststellbar, ohne dass man irgendwas suggerieren muss. Also jeder ist hypnotisierbar, auch du. Ja, also ich hätte gesagt, schneller, dass ich, du denkst, ja. Ja, das hätte ich jetzt schon gesagt, dass ich das wäre. Aber ich finde es aber so spannend, wie viel wir mit unserem Unterbewusstsein steuern, wo uns gar nicht bewusst ist. Also eben, du sagst jetzt mal, eben, das ist jetzt zum Beispiel Hypnose und ich hätte das jetzt nicht, hat das etwas mit dem Unterbewusstsein zu tun, dass es, wenn ich die Augen zumache, das Unterbewusstsein mich dazu steuert, dass ich eigentlich schlafe. Also das denke ich nicht bewusst, wenn ich Augen zumache und irgendwo anliege, aber mein wo ist das noch oft im Alltag, wo man unterbewusst ja. Sachen macht, wo einem, also zum Beispiel, ich habe dieses Buch gelesen, Ich sehe dich. Okay. Also noch nicht fertig gelesen, ich bin am Lesen. Und, mein Ältesten. Ja, das ist mir jetzt komplett anders geschrieben inzwischen. Also ist mir weiterempfehlt. Meine Mutter hat es gelesen und sie hat gesagt, das muss ich unbedingt lesen. Auch vor allem, weil ich jetzt bei einer Immobilienvermittlung arbeite und dort halt viel am Telefon bin. Und eben, du sagst ja dort, wenn man halt auf dem gleichen Niveau sprachlich telefoniert, dass ja die Leute so beeinflussen kannst, blöd gesagt. Ja, ich meine, also das habe ich auch so spannend gefunden. Ja, sobald Kommunikation stattfindet, ist es nicht möglich, das Gegenüber nicht durch deine Worte irgendwie zu beeinflussen. Das heisst, wenn ich jetzt von etwas rede, das dir Angst macht, dann ist es ja auch ein Einfluss. Oder wenn du jetzt mit mir über etwas reden würdest, wo ihm Freude macht, ist das auch ein Einfluss. Oder? Mhm. Und folgedessen, es gibt viele Situationen im Alltag, wo du vom Unterbewusstsein gelenkt wirst, viel mehr als du denkst. Es gibt im Neuromarketing eine These, dass wir pro Sekunde fast 300'000-fache unbewusst verarbeiten im Vergleich zum Bewussten. Also eben, man ist viel mehr unterbewusst unterwegs. Ich mache viel mehr Sachen unterbewusst, oder? Natürlich. Und ich denke, jeder Mensch macht das irgendwo durch ganz automatisch und es gehört auch irgendwie zu einem gesellschaftliche Miteinander, dass man auf das Gegenüber schaut und dass man schaut, wie kann ich mit dem Gegenüber reden, dass es, ja, wenn du irgendwie ein schönes Essen hast mit Freunden, dann sagst du ja, jetzt sagt dein Gegenüber irgendwie am Nachttisch, sagt irgendwie etwas, wo du überhaupt nicht der gleichen Meinung bist und am liebsten würdest du auf den Tisch hauen und sagen, so ein Schwachsinn, oder?
Aber das sagst du dann auch nicht so, sondern du nimmst dich zurück. Ja, je nach dem Weg, genau. Aber nimmst dich zurück und überlegst dir, ja, wie kann ich die Harmonie aufrechterhalten, weil mir die wichtig ist zu dem Menschen. Wie kann ich die Harmonie aufrechterhalten, aber gleich auch mitteilen, dass ich eine andere Meinung bin. Also, und das ist ja eigentlich auch eine Beeinflussung, weil du weißt ja eigentlich, dass das Gegenüber jetzt nicht sauber ist. Und im Grunde machen wir das ständig. Und es ist ja auch irgendwo auch schön, dass man aufeinander schaut und nicht einfach denkt, ja, ich tue jetzt einfach egoistisch handeln, ich sage jetzt einfach, wie ich will und was ich denke. Mir ist egal, was die wie trifft. Ich meine, das Achtsame miteinander, das finde ich schon sehr wichtig. Und ich denke, es ist in jeder Kommunikation spielt das mit. Aber auch wenn du irgendwo etwas gehst kaufen, wenn man dir ein Einkaufsgeschäft versucht mit schmalen Spiegeln, gut, das ist jetzt sicher bei dir nicht das Problem, oder? Aber es gibt Leute, die, wenn sie irgendwie vor einem Spiegel stehen und irgendein Outfit anprobieren, unbewusst, dass der Spiegel so leicht gewölbt ist, dass du das Gefühl hast, du bist relativ schlank. Oder? Okay. Das Gesicht wirkt schlanker, deine ganze Körper wirkt schlanker. Oder man kennt es auch, wenn dass in der Fleischabteilung rotes Licht gebraucht wird, dass das Fleisch so richtig eben so rot wirkt, dass in der Gemüseabteilung anderes Licht gebraucht wird. Man weiss, dass in den Casinos in den USA oder sicher auch hier in der Schweiz, dass man mit einem guten Lüftungssystem arbeitet. In den USA bekommst du überall kostenlose Drinks, wenn du spielst. Es ist ja alles Beeinflussung, oder? Ja. Und im Grunde müssen wir dann wie sich Gedanken machen, ja, wo ist so völlig okay und schön vom Bauchgefühl dürfen geführt zu werden und in die Emotion zu entscheiden. Wenn du ein Auto kaufst, dann kaufst du das sicher primär emotional. Welches Auto löst dir welche Emotion aus? Welches Auto passt zu dir? Und auch weniger, ja, welches Auto hat den absolut geringsten Verbrauch? Ja. Welches Auto hat die höchste Sicherheitsstufe? Und das sind halt zettige Gedanken. Hey, wie reagiere ich die, wenn die sehen, dass ich das Auto fahre? Oder junge Leute denken so Sachen. Mhm. Oder habe ich Freude, wenn ich mit dem Auto irgendwo durchfahre? Und so. Das sind alles Emotionen. Mhm. Ja, auf das geht man ja auch immer mehr ein, auf die Leute unterbewusst beeinflussen. Also ich habe das Gefühl, zum Beispiel mit Werbung oder so, das höre ich mega oft, eben, dass eine Werbung so machen, dass wenn man es bewusst anschaut, vielleicht nicht sieht, aber das Unterbewusstsein das erkennt. Ich weiß jetzt nicht genau das Beispiel, aber ich habe mal so ein Video gesehen, wie sie so eine Werbung gestaltet im Fernsehen. Ich finde das immer mega spannend, wie viel wir beeinflusst werden im Alltag, ohne wir das merken. Also jetzt, Neuromarketing beschäftigt sich nur mit dem. Mhm. Nur. Also wie muss der Käse geschmeidig sein, dass du die Pizza, dass die Pizza kaufen willst, wo eben der Käse, wo das Pizzastück abziehst und, und den Käse, die Fäden ziehst und du sagst, wow, genau das brauche ich jetzt. Oder das Getränk, wo die Wasserperlen über das Getränk hinabperlen. Das sind sicher sehr viele unbewusste Mechanismen, die da mitspielen. Du kennst es sicher, du bist irgendwie vor dem Fernseher und dann hast irgendeine Werbung und denkst, oh, das hätte ich jetzt auch gerne, schade, dass ich gekauft. Morgen kaufe ich es sofort. Oder du kaufst es halt, wenn du das nächste Mal vor dem Regal stehst und es siehst. Ohne dass du bewusst daran denkst oder dich erinnern machst, dass das in der Werbung so gekommen ist. Ja. Es gibt aber viele Fehler, meines Erachtens. Ui, sind wir schon fertig? Ah, oh, wir haben noch, es ist noch ein Film, alles gut. Wir machen fertig, dann kannst du weiter. Es gibt auch viele Fehler, meines Erachtens, in der Werbung. Zum Beispiel gibt es sehr, ja, grosse Firmen, die einen Werbespot machen und während der Werbespot läuft, hast du keine Ahnung, zu welcher Firma der Werbespot gehört. Und du denkst dir selber schon so viel aus und das autogene Prägen, dass du denkst, was könnte das sein, könnte es die Firma sein, weil du, es geht irgendwie um ein allgemeines Thema und dann am Schluss kommt das Signet von der Firma und dann denkst du, mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und du vergisst aber, dass die Werbung zu dieser Firma gehört und du hast eigentlich selber im Inneren, hast du ganz viele andere Firmen verknüpft oder denkst, das ist sicher die Firma. Und in dem Sinn hat dann die Firma, die Werbung gezahlt hat, für eine andere Firma Werbung gemacht, ohne es zu wissen. Ja. Also die autogene Prägung ist sehr wichtig. Eben zu der Werbung, dass ich jetzt persönlich sicher mega beeinflusst wird jemand so wie du auch beeinflusst?
Oder bist du viel bewusster, kannst du viel bewusster an das angehen, weil du vielleicht Nein, also mit es ist dem ja so. Mehr zu tun hast? Ja, ist eine gute Frage. Ich bin super leicht beeinflussbar. Wirklich super leicht. Und es kommt auch daher, wenn du sehr viel Selbsthypnose machst, dann bist du ja für die entsprechenden Einflüsse empfänglich. Du möchtest ja dich selber beeinflussen. Und ich mache täglich Selbsthypnose, aber nicht im klassischen Sinn, sondern im modernen Sinn. Ich mache moderne Selbsthypnose. Das heisst, dass ich mit sehr vielen Ankertechniken arbeite. Aber einfach, um immer weiter zu kommen, um geistig sich immer mehr und mehr zu entwickeln. Aber ja, ich lasse es sehr gerne zu, weil ich es etwas sehr Schönes finde, sich beeinflussen zu lassen. Wir leben ja in einer riesigen Community. Wir gehören alle irgendwie zueinander und der Einfluss zueinander, der positiv, der ist auch wichtig. Aber ich merke, wenn jemand mich aus egoistischem Antrieb beeinflussen will. Aber das merkst du, kannst du das unterscheiden? Ich einfach, wie soll ich sagen, durch das, dass ich das so lange schon mache, habe ich wie eine ich gehe wie schneller in eine Meta-Perspektive. Das heisst, ich gehe wie in eine Vogelperspektive. Und ich frage mich, wieso formuliert die Person das genau so? Wieso will mich die Person beeinflussen? Und ich denke oft auch schon viel weiter. Und es gibt so, dass ich den Grund von der Beeinflussung verstehe und durch das eine Beeinflussung zulasse. Das gibt es auch, ja. Aber ich merke, du machst schon mega viele Gedanken die ganze Zeit. Ist das nicht, kann das nicht anstrengend sein? Wenn du alles so analysieren musst, vielleicht machst du es nicht mal bewusst, sondern eben, weil du ja so oft mit dem zu tun hast. Das ist eine gute Frage, weil ich habe etwa gerade vor einem halben Jahr habe ich über das stark reflektiert und ich bin zum Schluss gekommen, für mich ist es eher ein Leiden, wenn ich mir keine Gedanken machen kann. Ich bin einfach vom Wesen so. Das ist wie ein Maulwurf ist gerne in der Erde und ein Vogel ist gerne in der Luft. Und ich bin gerne in den Gedanken. Und wenn ich das nicht kann sein, dann konstruiere ich selber wieder Gedanken. Oder? Und es liegt mir schwer, am Strand zu liegen und nichts zu denken. Ja, ja. Kann ich schon, dann meditiere ich einfach. Ja. Aber dann denke ich wieder weiter. Aber ist das etwas, jetzt, zum Beispiel, wo wir jetzt uns getroffen haben, siehst du gerade Sachen? Zum Beispiel jetzt irgendwie eine Bewegung, die ich eben mache, nonverbale Kommunikation, die ich geführt habe, wo du gerade siehst, er macht das vielleicht wegen dem, oder braucht das schon einen längeren Prozess? Es ist ja so, dass du natürlich gewisse Einschätzungen machst, aber du musst dich immer auch wieder vor die Tatsache führen, dass das vielleicht nicht wahr ist. Also zum Beispiel fahre ich kurz hier zu meinem Büro raus und bin beim anderen Eingang wieder rein und habe ich dann gerade beim Auto gesehen, irgendwie etwas zum Auto holen oder so. Und habe natürlich dieses Auto gesehen. Habe ich gesehen, wie du angelegt bist und wie du jemanden laufst. So ungefähr in so einer Erinnerung. und natürlich hast du das einen Eindruck. Und du tust natürlich wie einen gewissen Charakter dieser Person zuschreiben. Also wenn du eine Person sehr schnell siehst laufen, sagst du natürlich, aha, das ist einer, der ist zackig im Leben. Wenn du ganz langsam läufst, sagst du, aha, der ist ein fauler Sack oder wie auch immer. Und das muss überhaupt nicht stimmen. Das sind ja meistens einfach so erste Einschätzungen. Und es ist extrem wichtig, dass man nicht auf die erste Einschätzung hört. Also es gibt sicher ein Bauchgefühl, wenn ein Mensch vollständig vor dir hast. Also wenn ich dich hier vollständig vor mir habe gesehen, hast du natürlich ein Bauchgefühl. Und dann weisst du genau, aha, das, ja, dann weisst du einfach, passt es oder nicht. Oder im Sinne von, was braucht der Mensch, damit er sicher eine bestimmte Hinsicht, ihre therapeutische Hinsicht kann entfalten, dass er seinen Weg kann gehen, dass er sein Ziel kann erreichen kann. Aber ich warne ziemlich stark vor dem ersten Eindruck. Eben, also es ist sehr individuell, wenn du den ersten Eindruck hast. Ich habe in dem Buch, das du jetzt gerade lesest, habe ich etwas geschrieben, das ich immer noch sehr gut finde. Auch wenn ich das Buch natürlich in gewissen Hinsichten jetzt mittlerweile anders schreiben würde, weil du mal ganz andere Fragen gesagt hast, oder? Ist aber doch
einen Aspekt sehr gut und dort den ersten Eindruck aufteilen und sagen, der erste Eindruck sind nicht nur die ersten 5 Sekunden, sondern du machst dann nach den ersten 5 Minuten machst du nochmal ein neues Bild und nach den ersten 30 Minuten wieder ein neues Bild. Oder? Und viele kennen das, wenn sie irgendwie frisch verliebt, dann gehen sie irgendwie nach einem halben Jahr mal in die Ferien und dann lernen sie dort Partnerin, den Partner von einer ganz anderen Seite kennen, in den Ferien, wenn man plötzlich den ganzen Tag aufeinander hockt und dann plötzlich sagt man, hä, so bist du. Also, ich finde das jetzt wirklich spannend, was du sagst. Ja. Also, eben, es macht mir gar nicht bewusst, es passiert ja automatisch, dass man sich den Eindruck macht. Und es war genau so bei meiner Freundin, dass es gerade das Gegenteil war. Ich dachte, sie ist mega arrogant und mega komisch. Mhm. Dann haben wir uns kennengelernt und dachte, wow, du bist ja so, das ist ja ganz anders. Und eben, aber eben, kann man den ersten Eindruck sein lassen? Oder das passiert ja automatisch, macht mir automatisch einen Eindruck. Aber ich sollte einfach dem kein Gewicht geben. So. Ja. Ja, ich glaube, du solltest einer Person immer die Chance geben, sich wirklich können, dir zu erklären. Und eben, das ist wie wenn du irgendwie ein Foto von einer Person siehst, dann siehst du ein zweites Foto von dieser Person und dann plötzlich merkst, hey, hat doch nochmal ganz andere Facetten an sich. Oder? Mhm, mh. Und ich denke, so ist es überall bei jeder Begegnung. Es ist sehr wichtig, dass man sich immer Gedanken macht. Und das ist vielleicht etwas, was dir hilft. Ist es wirklich einfach ein Bauchgefühl, aber dann muss es neutral sein. Also neutral heisst unbefangen, nicht beeinflusst von Prägungen. Oder ist es eine Prägung? Das heisst, du der Person die triggern. Das heisst, du die Person dich an eine schlechte Erfahrung erinnern, dann liegt es eigentlich nicht an dieser Person, sondern du verknüpfst die Person mit dieser schlechten Erfahrung. Mhm, mh. Oder ist das Gefühl, das du hast, wirklich eben unbefangen, also unvoreingenommen. Und das ist natürlich etwas, wir sehen immer, oder wir vergessen den eigenen Balken im Auge. Das heisst, wir vergessen, dass wir aufgrund von vergangenen Erfahrungen nicht die Fähigkeit haben oder die sehr schwer haben, wenn die Erfahrung schlecht war, ein Mensch, der uns an eine mögliche Erfahrung erinnert, zu 100% neutral zu beurteilen. Das heisst, eben nicht mit der Erfahrung in Verbindung zu bringen. Und das fällt sehr vielen Leuten schwer und jetzt sollte man einfach darüber reflektieren. Mhm. Ja. Aber so jetzt eben wir als Menschen, wir bestehen doch einfach nur aus Erfahrung. Also alles, was wir machen, hat ja mit einer gewissen Erfahrung zu tun. Also wenn ich das gut finde, dann hat es doch mit dem zu tun, dass ich eine gewisse Erfahrung habe, dass ich eben gute Erfahrungen gemacht habe oder etwas schlecht ist. Erfahrung, dass ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Also es ist ja so, dass unser Geist bewertet. Mhm. Das heisst, dass eben, wenn du eine schlechte Erfahrung machst mit irgendeiner Sache, dass du die schlecht bewertest. Und Bewertung ist das Gefühl. Es gibt aber sicher Sachen, wo du keine emotionale, also keine Gefühlsbewertung damit verbunden hast, aber die Sache trotzdem okay findest. Das gibt es sicher. Ich meine, wenn du jetzt etwas sehr Rationales machst, irgendwie zum Beispiel Zahl 3, ist es die gut oder schlecht? Keine Ahnung, es ist einfach so. Oder ausser es ist deine Lieblingszahl. Oder wenn ich sage Zahl 349, ist die gut oder schlecht? Es ist einfach. Also wenn du im Mathe-Unterricht irgendwelche Formeln ausrechnest, dann hast du plötzlich jetzt habe ich Angst, wieder kommt Zahl 9 oder wie immer. Es gibt sicher Sachen, die einfach neutral sind, die aber noch keine Bewertung haben. Okay. Hey, oder wenn ich da sage, du bist eine Regerin, dann löst dir das Gefühl aus. Nein, es ist einfach. Oder du hast noch keine Erfahrung in dem Zusammenhang. Also keine schlechte Erfahrung. Mhm. Du kennst sie rational, aber hast noch keine emotionale Bewertung damit verbunden. Aber es ist sicher so, dass halt, wenn uns Sachen triggern, oder wenn wir meistens eben aus dem Affekt handeln, das heisst, wenn wir aus der Angst handeln, wenn wir eben affektiv und unser vegetative Nervensystem gespürt, wenn man so handelt, wenn man jemanden anschreien oder wenn man irgendwie wütig ist oder wenn man im Autofahren hupet und sagt, fahr endlich, das sind alles Trigger. Das heisst, der Autofahrer
der erweckt in uns das Gefühl von Mangel. Das heisst, wegen dir komme ich nicht pünktlich zum Termin. Wenn ich nicht pünktlich beim Termin bin, dann genüge ich dieser Person. Wenn ich dieser Person nicht genüge, ist es genauso wie bei meinem Papi, dann genüge ich dem neuen Arbeitgeber wieder nicht, so mein Papi schon nicht. Also es passiert unbewusst sehr viel. Oder? Und ob jetzt wirklich unbewusst gerade die Verknüpfung zum Papi da ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber die emotionale Kettenreaktion, die wird in Gang gesetzt. Oder? Mhm. Ich finde das jetzt wieder mega spannend, jetzt sind wir eigentlich wieder zurück beim Thema, über das alles verbunden ist. Jemand von mir im Bekanntenkreis ist auch in die Hypnose und der ist gegangen, weil er gemeint hat, er hat wegen dem ein Problem und dann ist er gegangen. Und das Problem hat zwar schon mit dem etwas zu tun gehabt, aber es ist nicht da, also es ist ein anderer Grund gewesen. Wie kann ich das in ein Beispiel? Ich finde das so spannend. Ja. Eben wie alles verbunden ist und wie unser Unterbewusstsein eigentlich so ziemlich nichts vergisst. Kann man das so sagen? Ja, wir haben bei uns im Institut nach Tausenden von Klienten, du musst dir vorstellen, ich habe im Durchschnitt 10 Sitzungen am Tag gemacht. Im Durchschnitt. Das heisst, in 10 Tagen hatte ich schon 100 Klienten gehabt. Mhm. Jetzt gerade unser ein Therapeut im Institut hat gerade vor ein paar Wochen gesagt, hey, ich habe jetzt gerade den 1000. Klient gehabt. Hat er im System errechnet. Aber das sind nicht 1000 Sitzungen, das ist der 1000. Klient. Also, man hat das natürlich in immense Erfahrungswerte. Und was wir feststellen ist, wenn wir ganz spezifische Befragungen machen, welche Angst kommt da auf? Oder was löst das in dir für eine Angst aus? Dann ist es ja selten gerade die Todesangst. Also es ist nicht die Angst vor dem Sterben. Das wäre dann eben die Kettenreaktion. Das wäre dann so das letzte Übel. Mhm. Aber es kommt eine Angst vorher schon. Das ist sozusagen wie ein Vorwarnsystem. Und wir bezeichnen die als unsere Grundängste. Und es ist noch spannend. Was würdest du sagen? Das steht in diesem Buch steht das nicht. Was du jetzt gerade lesest. Wegen dem kannst du es nicht wissen. Außer du hast schon irgendwas von mir gehört und weisst es. Was denkst du, was könnte der Grundängst sein? So intuitiv. Was haben wir können erarbeiten? Was sind so die drei häufigsten Grundängste? Was würdest du denken? Also im Alltag, von was ich ich sage jetzt mal, dass ich mich bloßstelle. Okay, also auf die Art. Bloßstellen, ja. Was könnten noch weitere? Was gibt es noch? Also nehmen wir mal Bloß. Ja, verletzen. Irgendwie, also, dass ich mich verletze. Also jetzt im Eishockey habe ich das zum Beispiel an meine Schultern schon ein paar Mal verletzt. Und jetzt, wenn ich spiele, merke ich einmal, dass ich die gewisse Angst habe, dass das nochmal passiert. Ja, klar. Übrigens, ich habe auch viele Eishockey-Spiele bei mir gehabt. Und wir haben so schöne Sitzungen gehabt, so erfolgreich. Mhm. Einer sogar hat dann einen Profivertrag bekommen. Andere Profispieler hat wirklich eine Verletzung gehabt, hat dann können spielen wieder und hat einen neuen Vertrag mit einem neuen Verein bekommen. Mhm. Also, ich weiss noch, wo ich hingehe. Wie? Ich weiss noch, wo ich hingehe. Ja, leider wirklich Wartezeit, aber wir würden schauen mit Therapeuten. Oder jetzt die Angst vor Verletzung. Du musst es jetzt so betrachten. Ja, wieso? Was löst du das in dir aus, wenn du Angst hast, verletzt zu sein? Was wäre die Konsequenz? Dass ich nicht mehr spielen kann. Und dann? Dass ich etwas nicht mehr machen kann, was ich gerne mache. Okay. Aber und wenn du jetzt zum Beispiel die andere Angst nimmst, die Angst, dich bloßzustellen. Du stellst dich bloß, die Leute lachen dich aus, also vielleicht irgendeine Kollegen, oder? Weil sie dich auslachen, gehörst du nicht mehr dazu. Also Ausgrenzung, eine von der grössten Ängste überhaupt. Wenn du ausgegrenzt bist, bist du allein, bist du auf dich allein gestellt. Ach so, stimmt. Wenn du auf dich allein gestellt bist, das weiss man, wenn du irgendein Tierdoku siehst, selbst ein Löwe, der kraftvoll wirkt, wenn der ganz allein umzingelt von 10 Hyänen ist, der schafft es nicht. Mhm. Also tot. Das heisst, die Grundängst, zum Beispiel die Angst, alleine zu sein, das ist wie ein Vorwarnsystem. Das heisst, dein Unterbewusstsein sagt, Achtung, wenn du allein bist, dann überlebst du. Dann überlebst du vielleicht, womöglich nicht. Hm? Ja. Und eine andere Grundangst ist, nicht zu genügen. Zum Beispiel im Eishockey, wenn ich die Schulter verletzt habe, kann ich nicht mehr spielen, ich habe nicht mehr die guten Ergebnisse, dann genüge ich nicht mehr. Ja, ja. Wenn ich nicht mehr genüge, werde ich nicht mehr geliebt, also auch wieder allein, also folgendessen tot. Hm? Mhm. Also natürlich, natürlich nicht, gell? Du verstehst es. Aber es ist unser
Steinzeithirn, das das denkt. Oder ist es eigentlich insofern sogar schon fast Reptilienhirn? Oder? Weil ja selbst ein Tierreich das beobachtbar ist. Das limbische System, das jetzt sehr viel Einfluss hat. Und die dritte Angst, keine Kontrolle haben, ist eine ganz grosse Angst. Das heisst, wenn Leute irgendwie im Flugzeug sind und sie haben plötzlich Panik, das ist nicht Angst vor dem Fliegen, es ist Angst, nicht zu entkommen. Im Flugzeug hast du keine Kontrolle. Ja. Wo fliegt das Flugzeug her? Was passiert? Was, wenn plötzlich eben das Flugzeug ein Triebwerk aussetzt, etc.? Mhm. Also Angst, keine Kontrolle zu haben, Angst, nicht können zu kontrollieren, was passiert, und dann wieder eben Konsequenz, ja. Unsere Urangst, oder nicht zu überleben. Oder? Mhm. Und das ist so spannend, die Grundängste, die jetzt in dem Sinn keine Kontrolle zu haben, alleine zu sein und nicht zu genügen, die sind oftmals Vermittler, also die spielen oftmals halt auch mit. Das heisst, wenn jemand irgendwie sagt, es ist so komisch, wenn ich in ein enges Zimmer gehe, ohne Fenster, eins ohne Fenster, oder wenn es einfach ganz ein kleiner Raum ist, dann bekomme ich Panik. Also zum Beispiel ein Beispiel bei mir, ich habe Liftangst. Okay, sehr gutes Beispiel. Mhm. Aber klaustrophobische Angst, Angst eingeschlossen zu sein, jetzt in dem Fall im Lift. Aber ich rede jetzt nicht von dir. Ich wollte jetzt nicht von dir reden. Nein, nein. Wegen dem nehme ich jetzt nicht die Liftangst, okay. Nehme ich die Angst von einem Raum. So, weil der du so nicht mit dir vergleichen. Jetzt hat jemand Angst, in einem Raum zu sein. Aber ich kann sich das irgendwie nicht erklären, wieso. Weil, ich weiss ja, ich könnte jetzt der Tür raus. Ich weiss zwar, der Raum hat kein Fenster, aber ich könnte doch ja raus. Aber wieso habe ich doch die Angst? Und jetzt befragt man das Unterbewusstsein. Was ist das für eine genaue Angst? Und dann kommt man plötzlich auf einen Moment zu sprechen, wo dir dann noch das Unterbewusstsein zeigt. Das nennen wir die sogenannte Hypnose. Das ist eine erhöhte Erinnerungsfähigkeit, wo du in diesem Zustand hypnotische Trance hast. Und dann kommt auf einmal irgendeine Situation auf. Ich sage jetzt mal, ich bin in der Gruppe, in der Schule, und sie haben mich festgehalten. Und ich bin nicht gekommen. Und dann ist einer gekommen, hat mir Schnee ins Gesicht gewaschen. Und alle haben gelacht. So, oder? Und er muss man halt verstehen, okay, das ist genau das Gefühl, nicht handlungsfähig zu sein. Oder? Ja. Ich habe keine Kontrolle, ich entkomme nicht. Ich bin schon in der Gruppe, in der Schule nicht gekommen. Und ich entkomme jetzt aus dem Raum nicht. Also das Unterbewusstsein sagt, Achtung, die Angst, die kennst du. Ja. Reagier, lauf, ja. Lauf davon. Oder? Das ist der Grund. Mhm. Also das ist etwas mega Zentrales, das ist etwas, was ich mega oft höre. Eben, die Ängste, die wir heute haben, die sind alle eben vergleichbar mit dem von früher, dass man ja die Angst hat, eben nicht überleben zu sterben. Und wir die aber heute noch mitnehmen. Aber heute ist ja nicht mehr Gefahr, dass man, also meistens nicht mehr, dass man ja sterben, eben zum Beispiel jetzt, um sich bloßstellen, wenn ich jetzt irgendwie vor, zum Beispiel ich bin jetzt auch einer, der vor der Klasse kann Vorträge nie machen konnte. Ich habe so Angst vor dem gehabt. Und eben jetzt bei mir in meinem Sinn, eben wenn du jetzt, also wie du es jetzt sagst, wenn ich das ganz klein würde unterteilen, dass am Schluss der Tod ist. Habe ich es richtig verstanden? Also nein, nicht in dem Sinn, weil das ist nein, einfach die absolut ferne Konsequenz für dein Reptilienhirn. Genau so meine ich es, ja. Aber natürlich, du musst dir vorstellen, du hast ein Zuhause und stell dir vor, im Zuhause innen ist der verletzbare Kern, aber du hast außerhalb irgendeinen Bewegungsmelder. Und der Bewegungsmelder soll dich warnen vor Einbrechern. Und jetzt geht der Bewegungsmelder geht immer wieder an. So. Und dann gehst du raus und sagst, da ist ja gar nichts. Ja, der Bewegungsmelder ist schon angegangen, wenn irgendein Falter vor dir überfliegt oder irgendeine Katze durchzischt oder so. Und du musst dir vorstellen, die Grundängste sind so wie Vorwarnsysteme. Sie würden einfach sagen, Achtung, jemand könnte in die sensiblen Kern kommen. Ja. Und wichtig ist eben, mit dem Bewegungsmelder zu reden und zu sagen, hey, los, bei Katzen musst du in Zukunft nicht mehr einschalten und auch bei Faltern nicht. Ja. Und das machen wir im Unterbewusstsein, indem wir halt eben sagen, hey, das muss dich nicht mehr triggern. Also das muss ich dir nicht mehr die Angst auslösen, weil es ist vollkommen okay. Ja. Mhm. Also Angst irgendwie sich bloßzustellen, dass man erkennt, hey, auch wenn ich ausgelachen werde, es ist okay, weil vielleicht finde ich dann noch viel bessere Freunde, die mich genauso nehmen, wie ich bin. Ja, ja, ja. Also ist eigentlich Hypnose schlussendlich immer,
Und es geht immer darum, seine Angst zu befreien. Es geht immer um die Angst, die man wegbringen will. Das ist ein guter Punkt. Wir gehen sicher davon aus, dass es universell zwei, ich sage immer drei, aber viele sagen zwei, Kern- oder ja, Urkräfte gibt. Und die eine ist sicher die Liebe. Also wenn du etwas aus Liebe machst, aus Freude, aus Überzeugung, aus Leidenschaft, eben, wenn du dafür brennst. Und das andere ist, wenn du es aus der Angst machst. Das ist wie das Gegenstück. So. Ich sage oft Vertrauen und Angst. Weil für mich ist das Gegenstück von Liebe ist Hass. Aber das ist normal also ein eigener Podcast. Ja. Was wären jetzt aber deine drei? Also Vertrauen, Angst und Liebe? Oder? Nein, für mich ist es Vertrauen und Angst. Ah, die zwei? Ja, und dann gibt es noch eine weitere Kraft, die für jeden ganz individuell bestimmt wird. Wenn ich sage, es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, sie finden im Glauben finden sie Kraft oder sie finden im Willen immense Kraft oder halt auch in endogenen, also Dispositionen, die sie mitbringen, also irgendwelche ja, positive Voraussetzungen. Ja. Aber ja, das ist sicher so, dass sehr viel halt aus der Angst kommt. Auch der Grund, wieso ich den angstfreien Kongress ins Leben gerufen habe. Ja. Eben, das finde ich mega spannend, wie du gesagt hast, eben, die drei, also du hast jetzt die zwei, Vertrauen und Angst. Angst. Ja. Und dann der dritte ist individuell. Ja, also sage ich jetzt einfach so. Ja. Und jetzt hast du eben gesagt, Glauben. Zum Beispiel. Glauben, hat das nicht vielleicht, oder ist das nicht vielleicht verbunden mit Angst und, also zum Beispiel, wenn du jetzt aufgewachsen bist und das heisst, wenn du kein guter Mensch bist, kommst du in die Hölle. Mhm. Oder man könnte sagen, Vertrauen. Vertrauen oder zu, eben Vertrauen, zu dem, genau, was man, ja. Das Gegenteil. Was man glaubt. Mhm. Ja, kann man so sehen. Könnte mitspielen. Ja. Ich denke aber, dass ganz viele Leute, die aus dem Glauben oder etwas aus einer religiösen oder einfach aus einem Glaubensaspekt machen, dass das sehr tief verankert und wie zu einem Teil von der Persönlichkeitsstruktur kann werden. Das heisst, nicht immer direkt mit Vertrauen zusammenhängt, sondern auf einmal zum eigenen Wert wird. Das heisst, wie soll ich das erklären? Wenn jetzt du zum Beispiel deine Freundin plötzlich würde ich heimkommen und sagen, Schatz, ich habe hier drei neue Parfüm, ich habe die gestohlen. Dann würde ich sagen, hey, es ist urlieb, dass du mir ein Geschenk machen kannst, aber ich wollte nichts gestohlen, nichts. Hey, was geht ab? Wieso stillst du Sachen? Oder, ja, das ist doch normal. Und dann sagst du, nein, ist es nicht. Und die Frage ist es wirklich aus Angst? Also handelst du dann aus Angst, weil du sagst, hey, nein, ich wollte nichts gestohlen, nichts hier bei mir daheim haben? Oder ist es einfach, dass das die Wert ist? Dass du sagst, hey, nein, das entspricht nicht meinem Wert, ich wollte nicht stehlen. Mhm. Oder wenn man zum Beispiel das Karma nimmt oder Karma-Gesetzgebung nimmt, wenn jemand sagt, ich handle aus dem Grund, weil dann habe ich ein gutes Karma, dann ist das eigentlich Angst, dass es, wenn man es nicht genau macht, dass es genau gut, ja. Dann gibt es aber Leute, die wirklich aus tiefster Überzeugung handeln. So. Und vielleicht wäre der dritte Wert die Überzeugung. Oder okay. Eben, ja, Liebe, also Vertrauen, Angst und Überzeugung. So, ja. Nein, es ist mega spannend. Vorher hast du noch mal etwas gesagt, was ich auch spannend gefunden habe. Früher, wo du kleiner warst, wo du die, mit dir selber kommuniziert hast, das Gespräch mit dir selber. Hast du es geglaubt? Also das heißt, ich glaube, weil du eben in Ohnmacht gekommen bist, öfters, dass du eben dir die Frage stellst und hast viel mit dir selber zu tun, so wie ich es verstanden habe, oder vielleicht auch nicht. Mm, aber erzähl mal weiter, aber, ich weiß, was du meinst. Also meine Frage ist einfach, eben, heutzutage sind wir ja so selten allein und wir haben ja Angst vor dem allein sein. Aber ist das nicht auch etwas, wo mega Vorteile mit sich bringen könnte, wenn man mehr Zeit mit sich allein verbringt, eben mehr Zeit mit seinen Gedanken. Eben, das ist jetzt eigentlich immer wieder zurück zum Meditieren. Dass man ja die Angst vom Alleinsein nicht haben. Also meine Frage ist mehr, haben die Leute Angst zum Alleinsein, weil sie Angst vor ihren Gedanken haben und nachher sich mit denen befassen müssen und sich vielleicht ablenken lassen wollen? Also zum Beispiel jetzt, wenn du am Abend ins Bett gehst und dann ja am Handy bist, statt einfach mal anliegst und einfach an den Tag denkst oder was weiß ich. Weißt du, was dazu denkst? Ich denke nicht, dass Leute aus diesem Grund Angst haben. Es gibt sicher auch
dass gewisse Personen eben sich in die Arbeit flüchten oder in die Ablenkung flüchten und auf gar keinen Fall eben in das Loch fallen möchten, indem sie eben noch in sich hineinschauen müssten. Genau, das gibt es sicher auch, die Ablenkung von sich selber. Aber ich denke, dass die Angst vor dem Alleinsein eine viel tiefere Angst ist, als wir denken. Und du musst mal beobachten, wo das alles bewusst werden könnte. Nämlich, was passiert, wenn du jemandem ein WhatsApp schreibst und die Person liest es und antwortet nicht. Zwei blaue Häkli, keine Antwort. Oder? Es ist so, hey, was ist los? Wir sind doch verbunden. Ich hatte gerade etwas über unsere Verbindung, über unsere Leitung geschickt und es kommt nichts über die Leitung zurück. Heisst das, du hast die Leitung abgeschnitten? Heisst das, du hast keine Verbindung mehr zu uns, oder? Ja, oder zu ja, mir? Ja. Und das heisst, der Gedanke, nicht verbunden zu sein, alleine zu sein, der ist sehr trivial. Und es ist ja auch logisch, wieso. Du bist in der Verbundenheit herangewachsen. Du bist im Bauch von deiner Mami herangewachsen. Und dein erstes Gefühl, das du hast, oder sicher eins der ersten, war, dass du verbunden bist. Und über die Nabelschnur hast du alle Nährwerte und Nährstoffe bekommen, um zu wachsen. Mhm. Also hat dein Unterbewusstsein ja schon dann gelernt, das ist ja auch schon pränatal, also vor der Geburt vorhanden und nicht erst, wenn du auf die Welt kommst. Also hat dein Unterbewusstsein schon dort gemerkt oder gelernt, hey, ich bin in einer Wonne, ich bin in einer Geborgenheit und ich bin verbunden und ich kann wachsen. Und dann wird plötzlich die Verbindung getrennt, die Nabelschnur wird durchtrennt und dann musst du Verbindung auf anderen Ebenen herbeiführen. Aber das unbewusste Programm, ich muss verbunden sein, das ist ja sehr wichtig, weil hey, schau mal die Dokus und vergleich mal uns mit anderen Säugetieren. Die meisten stehen nach ein paar wenigen Minuten auf. Ich habe gerade neulich ein Doku gesehen von einem Nashornbaby, das auf die Welt gekommen ist, nach ein paar Minuten, also ich glaube irgendwie eine halbe Stunde bis zwei Stunden oder so, oder vier Stunden, keine Ahnung, aber auf jeden Fall in maximal ein paar Stunden ist das Nashornbaby auf allen Vieren gestanden und konnte davonlaufen. Ja. Wir nicht. Also, ja. Wir können nicht mal nach sechs Monaten davonlaufen. Mhm. Also, es ist so wichtig für uns, dass wir verbunden sind. Das ist für uns überlebensnotwendig. Nicht nur vor der Geburt, sondern auch bedeutend nach der Geburt. Ich meine, wieso brüllt das Kind, wenn es im Supermarkt die Mami nicht findet? Ja, weil es nicht verbunden ist, weil es weiss, der stirbt, weil dann bin ich ja, ich habe jetzt Mami nicht mehr, ich bekomme nicht mehr zu essen. Also es ist irgendwo ein unbewusster Mechanismus. Und viele nehmen das mit bis ins Erwachsenenalter. Bis weit ins Erwachsenenalter und lernen dann erst wirklich sehr spät. Also das heisst, ja, wenn sie vielleicht irgendwann in einem Heim sind, in einem Altersheim sind, merken sie, hey, ich möchte jetzt eigentlich alleine sein. Ja. Ob schon sie dann auch viele Leute um sich herum hätten. Mhm. Das heisst, dass für unser Unterbewusstsein die Angst, nicht verbunden zu sein, sehr zentral ist. Wenn du irgendwo im Wald bist und kein Handynetz hast, ich bin nicht verbunden. Also das ist so wichtig für unser Unterbewusstsein. Und das machen wir eigentlich in Hypnosetherapie. Und das ist eigentlich jetzt der Kern von der ganzen Hypnosetherapie. Du lernst einen Menschen, sich mit sich selber und mit seiner Fähigkeit, mit seiner Stärke, mit seinem Talent, mit seinen positiven Erinnerungen und Emotionen zu verbinden. Mhm. Nochmal zurück zu dem, eben mit der Angst. Ist jetzt Angst davor, also eben zum Verbundensein, ist das nicht eigentlich wieder, also wenn man sich jetzt verbinden will, nicht wieder der egoistische Gedanke, einfach weil man Angst hat, dass man allein ist und dann eben wieder stirbt? Also beziehungsweise, es ist ja der, oder? Ja, meine... Also vertraut sein, egoistisch. Weil man sucht die Verbindung, dass man ja nicht allein ist. Mhm. Jetzt ganz grob gesagt, oder? Ja, also und die Verbundenheit sucht man ja, weil man ja Angst hat, jetzt wieder ganz unterteilt, dass man ja dann stirbt, wenn man ja allein ist. Ja. Genau, also eigentlich jede Verbindung, wo man, also hat eigentlich jeder Mensch und jede Verbindung seinen Zweck für uns. Ist das so? Also, ich denke, für unser Unterbewusstsein schon, ja. Für unser Unterbewusstsein. Also ich denke, was heisst egoistisch? Das Ego ist das Selbst, das bist du, oder? Und
egoistisch heisst nichts anderes, als dass du auf dich selber bezogen bist. Dass eben genau. Ja, was brauche ich, damit ich überleben kann? Oder was brauche ich, damit ich ja, in der Erfüllung finde, dass ich... Also, du hast ja auch Verbindung zu einem Menschen, weil der Mensch dir wichtig ist. Aber dann irgendwann kommen wir in eine philosophische Sphäre, wo man sich dann die Frage stellt, ja okay, aber jedes Gefühl ist ja nur unser Gefühl. Eben, ja, genau. Wenn ich zum Beispiel einen Mensch bei mir haben, weil mir der Mensch wichtig ist, dann ist das ja eigentlich mein Gefühl. Aber der, ja, der muss man eigentlich sagen, das ist ja jede Handlung irgendwo egoistisch. Oder dann muss man die Frage stellen, was ist denn altruistisch? Oder, und ich habe meine Maturarbeit über prosoziales Verhalten geschrieben. Das heisst, wieso machen Leute Sachen für andere? Weil mich hat es so erschreckt, dass die Leute auf der Straße alle nur gaffen und niemand hilft. Ich meine, das ist ja so wirklich zum Umkehren, wenn der, also wirklich der, innerlich bin ich immer richtig, richtig wütig geworden. Das hat mich triggert. Vielleicht wegen meiner Kindheit, weil ich als Kind immer ohnmächtig geworden bin. Oder ich als Kind eigentlich fast ertrunken wäre und einer hat nur mehr zugeschaut und hat mich nicht geholfen. Ich bin wieder aufgetaucht und gesagt, Hilfe, wieder runter, und hat nur mehr zugeschaut. Und oder, als ich im Gimmer hier im Bahnhof zu Bern über die Tramgleise gelaufen bin, ist ein älterer Herr umgekehrt. Ich habe es nur aus der Ferne gesehen. Es ist niemand geholfen, niemand. Ja. Und dann bin ich hergesäckelt, habe ihm geholfen und dann sind alle anderen gekommen. Das hat mich so fasziniert, dass ich darüber eben die Abschlussarbeit geschrieben habe. Und dort unterscheidet man beim prosozialen Verhalten unterscheidet man egoistische Handlungen, prosoziale Handlungen und altruistische Handlungen. Und das heisst... Sorry, altruistisch heisst? Altruistisch heisst wirklich selbstlos, also nur okay. Für dich. Und aber sozial ja in dem Sinne auch, oder nicht? Ja, kann eben beides sein. Okay. Das heisst... Wenn jemand zum Beispiel jetzt jemand anderem hilft und sagt, ich helfe dir, ich will jetzt von dir ein Kompliment, ich will, dass du mir sagst, wie gut ich bin dafür, dann ist das eigentlich egoistisch sein. Es gibt Leute, die anderen helfen, das ist prosozial, aber eigentlich aus egoistischen Zwecken. Es gibt Leute, die helfen anderen aus altruistischen Zwecken. Das heisst, wirklich nur dem Gegenüber zu lieben. Und dann kann man sagen, es gibt noch so einen prosozialen Bereich, wo man nicht kann sagen, ja, vielleicht ist es ein bisschen beides. Ich meine, weil es für eine Person auch schön ist, einer anderen Person zu helfen und dass es dieser Person besser geht. Das ist das, was wir alle logisch kennen. Oder? Dass man hilft jemandem und es ist einfach schön, dass der Mensch wieder lachen kann. Das macht ja in uns etwas. Es ist ja ein schönes Gefühl, dass man jetzt helfen konnte, aber die Person sich im Fokus steht. Und altruistisch würde heissen, es steht nur noch die Person im Fokus. Mhm. Aber gibt es das? Ich bin sicher, ja, auf 100, ja. Schon? Ja. Ah, hast du ein Beispiel? Ich, ja. Welches? Es sitzt vor dir. Ah, okay. Also wirklich? Nein, ich muss wirklich sagen, ich will bescheiden bleiben, absolut. Nein, schon vielleicht, gut, habe ich das, ja. Vielleicht habe ich das von meiner Mami mitbekommen, aber ich habe das wirklich erlebt, dass meine Mami das das ist nachts um 11:30 ausgerückt und ist einfach geholfen und die Leute haben gar nicht gewusst, dass sie geholfen hat oder sie hat, ja, zum Beispiel, da bin ich etwa 60 gewesen, ich glaube gerade ziemlich knapp nach dem Suizid von meinem Papi gewesen, weil sie eigentlich hätte zur Arbeit müssen und ich bin dabei gewesen, ich habe nicht die Kinski wollen und bin mit ihr mitgearbeitet. Ich hatte Angst gehabt, dass ich sie auch noch verliere. Oder ich habe wegen dem nicht in den Kindergarten wollen. Ich habe fast jeden Tag im Kindergarten brüllt, weil ich so fest Angst hatte, dass Mami auch noch stirbt. Und oder dass Mami einfach geht. So, von dem hatte ich Angst gehabt. Und dann sind wir einkaufen in ein Einkaufscenter. Und dann sind wir zurück ins Auto und sie hat Stress gehabt. Sie hat gerade schon jemanden angerufen. Sie müsse, ich weiß gar nicht, doch, ich glaube, das ist eben dann noch nicht wirklich. Ich glaube, das war noch kein Handy, es war noch Funk. Es hatte ein Funkgerät im Auto. Und, oder ich weiß nicht, ob es ein Piper war oder was auch immer, vom Vater oder wie auch immer, was sie noch hatte. Auf alle Fälle ist sie dann ausgestiegen und hat gesagt, oh, der arme blinde Mann, ich will dem schnell helfen. Und dann hat sie den wirklich bis heim begleitet. Der war völlig aufgelöst und hat den Weg nicht gefunden. Heute sind übrigens an dieser Stelle so blinde Streifen, so blinde Wege. Ja, ja, ja.
Genau, an dieser Stelle, erstaunlicherweise, erinnere ich mich immer wieder an das. Und dann habe ich noch gedacht, der blinde Mann wird nie wissen, wie meine Mami aussieht, habe ich noch gedacht. Und doch hat sie das riskiert. Also sie hat riskiert, dass sie einen Rüffel bekommt von ihren Vorgesetzten, weil sie einfach unbedingt damit helfen wollte. Und meine Mami ist zu 100% altruistisch. Natürlich ist ein Mensch ja nicht nur immer altruistisch. Das ist ja eine Situation, wo du sagst, nein, das mache ich jetzt für mich. Mhm. Ich gehe jetzt für mich in die Ferien und nicht für jemand anderes, oder? Und hat das viel mal mit dem zu tun, die Leute, die eben altruistisch, richtig gesagt? Altruistisch, ja. Altruistisch. Leute, die eben selber schlechte oder einfach Erfahrungen gemacht haben, wo zu dem, dass sie eben Sachen altruistisch machen, weil sie eben selber wissen, wie es sich anfühlt. Ja, ich denke schon. Oder? Ich denke, es ist so, als ich im Gymnasium war, haben wir mal in Philosophie, das war als Schwerpunktfach, und ich hatte, haben wir eine Debatte gehabt, du findest ein Portemonnaie auf der Straße und was machst du damit? Hey, und ich habe gemeint, die Reihe durch, echt. Wirklich, ich habe die Welt, für mich ist dann echt schnell eine kleine Welt zusammengefallen, echt. Weil alle meine Kollegen im Gimmer, sogar die Mädchen, die ich gedacht habe, die sind doch viel feinfühliger sein, oder? Haben gesagt, sie würden das Geld rausnehmen und es wieder herlegen. Oder sie würden es auf das Fundbüro bringen, aber das Geld rausnehmen. Und dann, ich denke so, hey, wie kann man? Du wärst doch froh, wenn das die Person auch nicht würde machen. Oder? Ja, eben, genau. Und dann so ihre Argumentation war, ja, wenn ich es nicht rausnehme, nimmt es jemand anderes raus. Dann denke ich, hey, wow, super Argument. Da kann man ja alles auf dem aufbauen. Und ich muss echt sagen, ich merke das heute in jeder Therapiesitzung. Ich vergesse mich selber, ich vergesse mich voll. Wenn ich für einen Klienten da bin, ich denke nicht eine Sekunde an mein Leben. Also ich denke nicht an das, was ich mache. Ich bin wirklich nur beim Klienten. Nur. Und mein Ziel, dass es dem Klienten besser geht. Es hat auch Fälle gegeben, wenn ich gemerkt habe, dass mir das wie, ja, dass es mir eine enorme Substanz gebraucht hat. Aber ich habe gewusst, es hilft dem Klienten. Und ich weiss, das ist voll altruistisch, voll. Weil das, was während der Sitzung alles erarbeitet, das kannst du mit gar keinem Geld zahlen. Also weißt du, dass ja 200 Franken inklusive Mehrwertsteuer pro Stunde sind einfach nichts. Wirklich nichts. Für das, was du erarbeitet. Ja. Mhm. Ja, eben. Und eben. Jetzt, ich sage jetzt mal, in deinem Zusammenhang ist das ja auch, vor allem eben, weil, ich sage jetzt mal, wenn du früher ein klein gewesen bist oder deine Probleme hast, eben auch so froh gewesen wärst, wenn du jemanden gehabt hättest, man kennt das ja so viel, die Beispiele, dass Leute, die weniger haben, viel mehr geben. Genau. Weil sie ja eben genau wissen, wie es ist, nichts zu haben. Genau. Und das ist eben, wie du gesagt hast im Gimmi, die Perspektive, wo, also einfach vielmal die Leute, die nicht in die anderen Schuhe reingehen können, wo das irgendwie, ich weiß nicht, ob man das heute verlernt, also in der heutigen Gesellschaft verlernt hat, oder ob das schon ein Phänomen war, was es schon immer gegeben hat, aber es ist etwas mega traurig, eigentlich. Ja, ich bin im Gimmer halt auch einer gewesen, ich bin aus einer Arbeiterfamilie gekommen und man hat schon statistisch gesehen, dass wenige aus einer Arbeiterfamilie sind gekommen. Es sind schon viele eher aus gut situierte Familien oder Umstände kommen. Und es kann gut sein, dass wenn halt ein Kind sieht, Mami und Papi haben viel Geld, aber sie zahlen mir nicht mal neue Jeans, dass halt das Kind dann lernt, hey, aber wenn ich Geld bekomme, dann ist es gerade behalten immer. Oder die Person hat Geld und gibt es mir nicht und aus dem muss halt Glaubenssätze entstehen. Es kann sicher dazu beitragen, das versuche ich auch zu verstehen. Ich verstehe mittlerweile, ja, für Anführungszeichen, Gaffer, oder ich versuche es zu verstehen, dass es mich nicht mehr so mitnimmt. Und was mir geholfen hat, Gaffer zu verstehen, war Island. Ich war in Island in der Ferien und dort tun sie für unfallte Autos tun sie in die Bäume hängen. Also in den Bäumen habe ich teilweise ein Auto gesehen, oder? Ja. Und du verklebst wirklich enorm und denkst, wow, was ist das? Und das haben sie gemacht. Vielleicht war es nur eine vorübergehende Aktion, so eine Präventivaktion. Aber schon meine Mami hat mir davon erzählt. Wegen dem habe ich gewusst, das ist das. Oder?
Meine Mami war vor mir in Island. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, das ist auch zur Abschreckung, oder? Das ist, man will die Leute abschrecken, fahren nicht schnell. Ja. Und heute denke ich, wenn ich irgendwo auf der A1 fahre, dann sehe ich irgendwie eben kilometerweise Stau, ab schon der Unfall auf der Gegenfahrbahn ist, ja, und alle bleiben stehen und gaffen. Und heute beruhige ich mich mit, so, oder versuche mich zumindest so damit zu beruhigen, indem ich denke, okay, die wollen sich ja nur schützen. Sie schauen sich das Auto an, weil sie wollen schauen, was könnte passieren, wenn ich schnell fahre. Ja. Im Sinne von, okay, ich darf jetzt nicht mehr schnell fahren, weil das könnte passieren. Es ist wie vielleicht ein innerer Trieb, weil die Grenzen ausloten. Und das war jetzt eben über die Grenzen. So. Also, das ist, mit dem beruhige ich mich jetzt. Und ich versuche, irgendwelche so Sachen zu verstehen. Ich versuche auch, meine Gimmer-Gespänli zu verstehen, dass sie Geld aus dem Portemonnaie stellen. Ja. Aber ja. Ich bin halt dort nicht so. Ich bin anders. Ja. Mhm. Ja, ich habe noch eigentlich die letzte Frage, eben da der Podcast ja Student of Life heisst, und wir ja alle Studenten im Leben sind, was ist so etwas, wo du dich jetzt so in Zukunft, etwas, wo du neu am Lernen bist, etwas, wo du neu im Aufbau bist, noch nicht da bist, wo du bist, oder etwas, wo du noch drauf schaust, wo etwas, wo dich freust, etwas, wo Themen, wo du das Gefühl hast, also ja, ich sage jetzt mal, du kannst neue viele Sachen lernen, aber jetzt etwas, was du speziell ja voranbringen willst. Ich möchte noch mehr fokussieren. Ich bin sonst schon sehr fokussiert, aber ich möchte noch mehr fokussieren. Also wirklich den absoluten Fokus, eben fast meditativ. Mhm. Also in Hypnose, während der Arbeit und übergeordnet meditativ. Das wollte ich. Also für mich ist auch der Claim reduce to the max, also eben reduzieren auf das Maximale, ist für mich ein sehr schöner Glaubenssatz, also zu einem Glaubenssatz wurde, dass es nicht viel braucht. Also wie meinst du, nicht viel braucht? Weißt, manchmal ist eine einfachere Lösung die beste Lösung als irgendeine komplexe Lösung. Nicht immer, aber in vielen Fällen. Mhm. Und wie du siehst, auch hier in unserem Meetingraum, da hat es eine Pflanze, da hat es Stühle, da ist alles relativ puristisch. Also ja, ich will, dass wir uns auf Wesentliches konzentrieren können. Ja, und da bin ich wirklich auch sehr drauf und dran, dass ich will, ja. Das finde ich spannend, dass du gesagt fokussieren, hast. Fokussieren, ja. Aufs Wesentliche fokussieren. Was ist denn wesentlich für dich? Aber das ist jetzt, wie soll ich sagen, das bin ich natürlich immer mehr im Entwickeln. Und ich glaube, dass für mich etwas wesentlich ist, was ich jetzt noch gar nicht mache. Also für mich ist jetzt sehr viel wesentlich, natürlich, ja, sehr viel. Aber ich weiss, dass das, was ich jetzt mache, dass das wie auf eine neue, also ich weiss es, ich habe das wie das Gefühl, dass es wie auf eine weitere Stufe wird gehen und dass ich auf dieser weiteren Stufe normal einfach mein ganz eigenes werde machen. Und ich glaube, das ist für mich sehr wesentlich, dass ich über all die letzten Jahre gelernt habe, immer mehr einfach meins zu machen. Wir machen unsere Untersuchungen, wir machen unsere EEG-Untersuchungen, wir erkennen so viel, was ich noch nie gelesen habe, was ich noch nie gelernt habe. Ich kann meinen Schülern so viel wertvolles Wissen mitgeben, was ich noch nie gelernt habe. Ob schon ich von unterschiedlichen Mentoren gelernt habe, aber gewisse Sachen, das, was ich meinen Schülerinnen und Schülern mitteile, sind oftmals so viele Erkenntnisse, wo sie auch sagen, hey, das hat mir so geholfen im Praxisalltag, was ich nicht gelernt habe, mhm, was ich erfahren habe, was ich durch all die Tausende von Sitzungen habe, durfte endlich so lernen. Ja. Mhm. Und ja, das ist es. Meins machen. Deins machen? Meins, ja. Das ist jetzt noch nicht an dein. Doch, ich bin voll an meinem. Aber wie soll ich sagen, es ist noch schwierig, in Wort zu fassen. Manchmal gibt es für gewisse Sachen kein Wort oder noch kein Wort. Und es ist mehr so, dass also Hypnose gibt es schon seit 3.000-4.000 vor Christus. Okay. Hat man einfach damals noch nicht Hypnose genannt. Ja. Aber im antiken Ägypten und Griechenland, da hat man von einem heilsamen Schlaf geredet. Und der Begriff ist dann zur Zeit von James Bright geprägt worden. Und Hypnose ist dann der Blaublütige vorbehalten geblieben. Und,
Und die Hypnose-Therapie, wie wir sie heute kennen, nach zum Beispiel Milton Erickson, dem seine Bücher sind erst nach seinem Ableben 1981 veröffentlicht worden. Also Bücher über ihn. So, oder? Mhm. Und du musst dir vorstellen, 1981 bis heute, das sind knapp 40 Jahre. Ja, knapp. Und folgendessen ist es ja sehr, sehr, sehr jung, eigentlich, was wir jetzt mit Hypnosetherapie erkennen. Der älteste Hypnoseverband der Welt, für den ich ja zertifiziere, den gibt es seit 1951. Das ist auch nicht alt, das sind 70 Jahre. Ja. Also folgendessen, ja, ich mache Hypnose, aber ich weiss, dass ich noch viel mehr mache und noch viel mehr kann als nur Hypnose. Hypnose ist einfach ein Teil. Mhm. Es ist unsere Kernkompetenz, aber ich weiss, dass ich dieser Kernkompetenz wie normal eine neue Kompetenz entwickelt habe. Mhm. Ja. Also wie rausgehört, Hypnose, also eigentlich, eben, du willst schon den Menschen helfen, das hast du ja vorher ganz klar gesagt, und Hypnose ist nur ein Tool von ganz vielen genau. anderen, wo ja. du noch erarbeiten und willst. Absolut schönste Gefühl ist, wenn du einem Menschen hilfst, der gar nicht weiss, wie sehr du geholfen hast. Das ist so das absolut schönste. Unbezahlbar, also. Das ist wirklich. Ja, genau. Das ist wirklich, wirklich. Und der Mensch muss gar nicht wissen, dass du ihm gerade so sehr geholfen hast. Ich habe jetzt gerade einen Fall gehabt, da habe ich einem Menschen geholfen, zu einer eigenen Erkenntnis zu kommen. Und ihm geht es jetzt so gut, aber er weiss nicht, dass ich unbewusst und bewusst ihn eben auf diesen schönen Weg begleitet und gesagt habe, ja, das musst du herausfinden. Schau doch mal, wie fühlst du dich dabei, wenn du das machst. Aber ich habe nicht gesagt, mach das oder mach das. Das ist Consulting, das habe ich nicht gemacht, sondern nur ihn nach seinem Gefühl gefragt, eben wie Therapeut, Weggefährte, ihn so ein bisschen begleitet. Und ihm geht es so gut jetzt. Und ich bin sicher, er spürt, dass ich ihm sehr geholfen habe, dass er weiss, wie sehr er mir gewünscht hat, dass es ihm so viel besser geht. Ich glaube, das weiss er nicht. Und das muss ich auch nicht wissen. Mhm. Aber es ist ein schönes Gefühl. Ja. Das hast du jetzt mega schön gesagt. Ich sage jetzt mal, so kann man perfekt aufhören. Merci vielmals, Gabriel. Hat mega Spass gemacht. Was ist dein neuestes Buch? Lass sie doch reden. Lass sie doch reden. Genau. Also für alle, die noch nicht das Buch gelesen haben. Geht übrigens ums bloßgestellt werden. Oh, ums ja. bloßgestellt ja. werden. Also ich habe zuhause, ich sehe dich, habe ich angefangen zu lesen und lüge mich nicht an. Nein, gibt es nicht. Verarsch mich nicht. Verarsch mich nicht, genau. Verarsch mich nicht. Ja, genau. Die zwei Bücher, also meine Mami ist jetzt Verarsch mich nicht am Lesen. Wieso auch immer, ich weiß nicht, wo sie sich verarscht fühlt. Aber ja. Merci vielmals, Gabriel. Sehr gerne. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis nächstes Mal. Ciao zusammen. Falls dir das Video gefallen hat, gib dir ein Like. Für weitere geile Videos drück da oben und abonniere den Kanal gerade da, dass du keine Folge verpasst. Bis nächstes Mal.